Das Problem ist. Wie bin ich denn da überhaupt hingekommen jetzt? Das müsstest du selber regeln, Cyrock. Das und das müsstest du selber machen. Glaube ich. Und ich muss es mit dem Laser steuern, weil ich muss auf jeden Fall den Laser steuern. Anders geht das überhaupt nicht. Dann mach du mal, Moment. Mach du mal bitte, hier eins hin und da eins hin, dass ich schon mal da hochkomme. Wieso da hoch? Das ich will ja in den Strahl. Nein. Doch. Ja, aber das bringt so nichts. Da. Ja, aber das bringt doch nichts. Das ist falsch rum. Doch. Genau, ich muss jetzt da noch eins, bitte. Ja, so viele Portale habe ich nicht. Ich habe nur zwei. Da eins. Da eins. So. Jetzt springe ich in den Strahl. Okay, das geht so. Jetzt guckst du nochmal nach, was für ein Portal ich da habe. Hellblau musst du machen. Gut. So, warte, aber das Schlimme ist, wir haben jetzt nicht schnell genug den Laser. Du musst das jetzt umdrehen. Ja. Knopf ist gedrückt. Gut. Jetzt hast du den Cube nicht erwischt. Eventuell müssen wir das nochmal machen. Ja, warte, ich lasse dich ein bisschen hoch. Gut, der Cube kommt von da, ne? Ja. Gedrückt umdrehen. So. Schon haben wir den Cube. Das ist ja voll falsch, was der Cyrock da macht. Ich glaube, anders wäre es auch gegangen. Mach mal den Cube, eventuell muss ich da nochmal hoch. Ja. Nein! Warte! Oh! Jetzt fällt der Cube wieder weg. Nein! Dreh mal den Strahl um! Ich komme jetzt nicht raus. Gut, danke schön. So, jetzt ist ja eigentlich einfach, ne? Aua! Ja. So. So. Jetzt müssen wir das Ding nochmal machen. Und der Rest zack, ist ja jetzt auch easy. Zack. Ja, geh durch das Portal. Oh. Ja, das. Wir haben quasi gelöst. Wir haben. Das ist ja, was wir hier gebraucht haben. Das Problem ist, ich muss dich jetzt gleich. Ah, nee, du kannst hier einfach raus, ne? Du musst mir ja umdrehen hier. Nee. Fall einfach nach unten und dreh dich um. Ah, nee, das Ding ist jetzt dann kaputt, ne? Oder? Ja. Wie kriegen wir den überhaupt raus? Weil auf der Seite ist doch auch ein blaues Ding. Umdrehen den Strahl, bitte. Ja, das Problem ist, dann ist der Strahl nicht mehr da, wenn ich umdrehe. Weil ich kann ja nur die Portale zum Umdrehen machen. Du müsstest jetzt auf alle Fälle das Ding umdrehen. Ja, aber dann fällt er runter. Weil wenn ich ein Portal jetzt umsetze, dann passiert das. Ja, dann müssen wir da nochmal dran arbeiten. Also ich kann das gerne umdrehen, nur jetzt musst du wahrscheinlich hier rauskommen erstmal. Du kannst mit dem Cube jetzt auch Laser setzen, ne? Ja, das stimmt. Aber nicht dahin, oder? Doch, das müsste auch gehen, warte. Vielleicht geht das. Machen wir erstmal Orange hier weg. Vielleicht geht das schräg. Ja. Oh, das wollte ich nicht, Entschuldigung. So. Genau, jetzt gebe ich dir den da durch. Das Problem ist, das hilft dir jetzt immer noch nichts. Scheiße. Nein! Das wäre richtig gewesen! Du musst den begleiten. Ja, deswegen sag ich doch. Dann wäre es gegangen. Okay. So, der muss nochmal weg. Ich brauche ihn. Ich kann den aber gar nicht begleiten, weil ich da nicht mehr hochkomme. Wieso musst du denn hochkommen? Wenn der da drüben. Warum musst du denn hochkommen? Ich komme da nicht hoch. Ich kann da nicht mehr. Ach so. Dann kannst du doch einmal außen rumlaufen. Das sollte schneller sein als der Strahl. Ich kann weg. Ja, aber ich kann da auch nicht rein. Also es kann funktionieren. Der ist da reingefallen kurzzeitig. Wenn ich mich dann beeile. Der doch, Cube das kommt funktioniert. Durch, ja. Du musst dann da durch und dann. Ja, mach doch. Ja, das kann ich so nicht. Gut. Ja. Du musst mir aber sagen, wann er da ist, weil ich sehe es so nicht. Jetzt kannst du dich schon langsam umdrehen. Das war falsch. Annehmen, jawohl! Kerbe! Toll. Und jetzt? So, und jetzt? Müssen wir ihn hier rausziehen, aber dann ist das Ding wieder aus, ne? Warte. Können wir nicht? Was also, wir bräuchten jetzt den hier hin. Nee, was ist denn, wenn wir den Laser da hin machen? Dann fährt das Ding wieder hoch, ne? Das ist ja schon mal richtig, glaube ich. Ja, aber wir müssen erst dieses Ding hier haben. Das Problem ist, wenn wir das jetzt hier rausnehmen, es gibt auch nur einen von diesen Dingern, ne? Was passiert? Ich probiere mal aus. Nee, das geht dann wieder an. Ja. Vielleicht müssen wir jetzt noch so. Aber du kannst jetzt ein Portal schießen. Mach doch da und da ein Portal einfach hin. Wo? Ja, jetzt hat er das wieder kaputt gemacht. Ja, hätte ich auch machen können. I see what you did there. Easy. Das hier so, durch, genau. Und jetzt?
Wir machen nur Strahl. So, und dieser Laser ist ein. Jetzt fliegt das Ding da durch. Ich glaube, der Laser muss erst nochmal runter, oder? Ja, ja, wow. Das ist schon mal schön. Das müssen wir jetzt nachträglich machen, dass das nicht direkt passiert, oder? Mama, ich mach mal den Laser weg. Dann fährt nur das Ei. Aua. Ja, und jetzt musst du den Strahl. Jetzt musst du den Ball da nochmal rausnehmen und dann nachträglich da so reinhieven. Dass es ein bisschen dauert. Und dann müssen wir uns beeilen. Okay, mach mal. Reicht das, wenn da einer ist? Nee, das müssen wir beide machen, ne? Warte also mal. Also bei einem ist warte easy. Mal, warte mal, wenn ich. Das funktioniert doch nie. Nee, tut's auch nicht. Die Frage ist, ob es reicht, wenn einer oben ist, aber das tut's nicht. Was soll das denn jetzt? Wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Ja, da kriegen wir aber hin. Da müssen wir hin, ne? Nee, so ist doch. Falsch. Was machst du nun? Dann fliegt der Ball dann nach oben. Ja gut, das geht. Dann können wir uns Zeit mitkaufen, wenn wir das machen. Genau. Aber die Frage ist, brauchen wir Zeit? Ja, aber das Problem ist der Laser. Eben. Das Problem ist ja nicht die Kugel, das Problem ist der Laser. Aber können wir den Laser nicht... Immer weg da. Vielleicht geht das aber auch. Komm mal jetzt hierher. Und richte den Laser schon mal vorher aus. Aber das ist zu hoch. Da kommen wir nicht dran. Jetzt guck mal, vielleicht siehst du das. Das ist viel zu weit. Wenn der jetzt hier stünde, dann ginge es. Mach den Laser wieder weg. Ja, also da komme ich auf jeden Fall hin. Können wir nicht mit dem Laser auch irgendwie Zeit kaufen? Ja, eins geschafft. Jetzt musst du auch noch hier hin. Hier ist aber nix. Toll. Wir sind jetzt also quasi eigentlich genauso. Ist über dir auch nichts? Da ist nämlich so ein Freiraum. Ja, das bringt aber nichts. Okay. Dann... Also wir müssen irgendwie den Laser delayen quasi. Können wir nicht irgendwas in den Weg stellen? Wie sollen wir denn den Laser delayen? Ich weiß es auch nicht. Indem wir... Aber den Cube können wir auch nicht darüber schieben noch, ne? Nee, das bringt auch nichts. Ich geh jetzt einfach mal durch ein Portal. Sehr schön. Sepp hat übrigens auf Steam geschrieben, der wollte in unserer Aufnahme platzen, hat aber nicht mitgekriegt, dass das Steam-Overlay mit OBS nicht funktioniert. Tja. So, weiter zur Rätselslösung. Eigentlich bräuchten wir noch so einen zweiten Ball, ne? Ja, aber der könnte ja den Laser auch nicht ausrichten. Das Problem ist... Den Laser delayen können wir nicht. Aber das müssen wir, anders geht's nicht. Können wir irgendwas im Weg stellen? Aber das hilft uns ja auch nicht. Also man könnte es halt versuchen mit... Aber das reicht von der Zeit ja auch nicht. Außerdem brauchen wir diesen Strahl ja schon dafür. Warte mal, ich habe eine Idee. So, das wäre dann nie. Nein, da kann ich nicht. Willst du den schaden. Fallen lassen, oder wie? Das hätte ich vorgehabt. Aber das geht ja auch wieder nicht. Aber wir müssen... Also wir müssen es irgendwie delayen, anders... Es läuft gerade irgendwie nichts so, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, du kannst da auch nochmal hochgehen, wenn du willst. Ich mache hier mal einen Strahl hier nochmal woanders hin. Wir müssen, der Laser muss da rein, die Kugel muss da rein und wie wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Hallo, wir sind in der Aufnahme. Oh, okay. User left your channel. Und du? Das muss doch immer noch zu schaffen sein. Vor allem musst du das schaffen. Mal Conrail, der kennt sich da aus. Nee, der sieht ja nichts. Aber ich kann das auch so einfach drücken. Ja, ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Nein, natürlich nicht. Wir müssen irgendwie den Laser delayen, aber wie? Können wir den Laser, aber das bringt uns hier alles überhaupt nichts. Nein, jetzt haben wir die Kugel zerstört. Oh. Conrail schreibt mir oben. Keine Ahnung, was er damit meint. Mir ist egal. Warum schreiben eigentlich immer alle, wenn ich jetzt aufnehme? Jetzt ist das Ding weg, ne? Was ist weg? Die Kugel ist wieder da. Boah. Die hast du da wegfallen lassen. Ich? Bitte? Ja, natürlich du. Immer du. Boah, jetzt müssen wir die hier auch nochmal rausscheißen, ey. Also ich würde mal sagen, diese Folge teilen wir auf jeden Fall in zwei Teile. Ich krieg die Krise, ey. Ich muss mich gleich offline stellen, das geht ja so gar nicht. So, wir müssen das Portal mal. Ja! Da muss er umdrehen. Ich hab wieder gezoomt. Jetzt lass mal. So.
Der kommt, der kommt, sag der kommt. Bescheid. Der rutscht noch, der rutscht noch. Ja, mach mal. Nein! Sehr schlau, Zarok. Nein, jetzt fliegt er. Wo kommt er denn her? So, wir müssen das nochmal machen. Ne? Ja, hab ich mir gedacht. So. Eigentlich ist das ganz einfach jetzt. Der Part hier ist ganz einfach. Da brauchst du auch nichts machen, da kann ich auch alleine machen. So, muss ich das eigentlich überhaupt so machen? Weil der fällt doch jetzt eh runter. So! Nein. Boah, der will auch nicht liegen bleiben hier. Herzlich böser Glückwunsch, Q. Vladimir. So, dann kannst du jetzt mit dem Ball rauskommen. Gut, so weit waren wir ja schon. Ja. Wie machen wir das denn mit diesem Laser? Also wir müssen den Ball jetzt auf jeden Fall nochmal hier oben hinholen, oder? Mit dem Ball hätte ich ja eine Idee. Das können wir ja schon mal machen. So, damit delayen wir uns. Der geht aber auch instant hoch, ne? Ja, der geht instant hoch. Ja, so viel Zeit hast du halt nicht. Kannst du da ein Portal setzen? Nee, ne? Der muss aber dann genau so hier. Ja, genau. Also das kann eigentlich nicht sein, dass wir das delayen. Die Kugel delayen? Fahr du mal nochmal da hoch, vielleicht findest du ja was. Ja. Mach mal. Weil dann musst du die Kugel nochmal wegnehmen. Wie viel haben wir es denn? Wir haben nur noch 20 Minuten. Ja, ja. Geh mal drauf, okay? Ja. Na gut. So, ja. Könntest du vielleicht das machen, wenn ich da drauf stehe? Oh, was machst du denn immer die ganze Zeit? Ich war noch nicht mal ansatzweise auf der Plattform. Ja, warum denn nicht? Für mich schon wieder wie in StarCraft 2. Du hast einen Scheißball da rausgenommen, ey. Ich krieg wieder Anno. Nein! Ja, es geht nicht. Er lässt die nicht los. Jetzt lass doch den Ball sein. Mal wieder hier, ne? Wir brauchen mehr so weißes Blut. Ja, das gibt's aber hier in diesem Level nicht. Was ist denn das für eine Lösung hier? Das kann doch nicht so schwer sein. Boah. Kann ich da irgendwie. Ich kann da tatsächlich Portals schießen. Ob das was bringt, ist eine andere Frage. Wir müssen jetzt auch langsam zu einer Lösung, glaube ich, kommen. Ach, wirklich? Oh, jetzt bin ich runtergefallen, weil ich nach oben gedrückt habe. Boah, geht heute aber auch überhaupt nichts, ey. Jetzt ah, wir können das damit unterbrechen, aber das hilft uns nichts, oder? Doch, das hilft uns voll was. Das hilft uns extrem. Ja, so, wirklich. So, komm mal runter. Komm mal, stell dich mal hier hin. Nee, nee, pass auf. Doch. Gib mal den Ball her. Hier hin. Nein, stell dich hier einfach drauf. Stehe ich auf der Plattform? Gib den Ball her. Oh. Nein, das ist falsch. Ich glaube, ich hatte die Lösung. Aber Zarok will ja die Lösung nicht haben. Wir werfen den jetzt nämlich hier durch. Wir brauchen den Cube, um den Laser aufzuhalten, Zarok. Ich weiß es. Der kommt dann da raus. Ja, schön. Und dann kannst du dein rotes Portal einfach woanders hinsetzen. Dann fährt der hoch, der Laser ist da durch. Und jetzt? Es hilft nichts. Stell den Laser nochmal richtig. Doch, das hilft. Das müssen wir timen. Nein, stell den Laser doch nochmal dahin. Das hilft. Bitte, Zarok, stell den Laser einfach nochmal dahin. Zarok, stell den Laser da jetzt hin. Ey, Nergrix ist aber auch so, wenn er die Lösung nicht hat. Der geht nicht, mach den Strahl weg. So, jetzt komm hier hin. So, ja. Bist du da? Ja. Weil das Problem ist, ja. Das hilft nicht. Funktioniert das etwa nicht? Ja, komm. Ich hab keine Lust mehr. Das wird jetzt gemacht. Weil ich gemacht habe, da war nämlich genau richtig. Der fährt da hoch, wenn... pass auf. Nochmal hier zum Klarwerden. Der Laser ist für das Große, ne? Ja, oder? Das ist das für das Obere. Okay, mach ich jetzt vorher gleich. Ich werf den Ding da durch, den Cube. Den Würfel. Dann ist der ja quasi, kommt er ja irgendwann hier raus. Dann lasse ich den hier fallen. Aber der muss ja genau davor landen. Dann fährt das runter. Du willst ich jetzt, dass der hier runterfällt und dann... Ja, genau, das will ich. Aber das schaffen wir doch nie. Der muss doch genau da liegen bleiben. Ja, pass auf. Und vor allem muss er erstmal hier dran, damit wir hochfahren. Schieß mal das Portal dahin. Nee, der jetzt hätten wir natürlich rüberlaufen müssen, aber es hätte geklappt, glaube ich. Das Portal dahin ist eine ganz doofe Idee. Doch, das passt. Ja,
Ja, aber dann ist der Cube doch gar nicht da. Ja, aber ich konnte es doch nirgendwo anders hinschicken. Ja, doch, da hätte ich es hinschicken können. Aua! Aua! Ich kann doch nichts für. So, mach das nochmal hier. Ich bleib hier einfach stehen. Aua. Entschuldigung. So. Wir werfen den nochmal da durch. Jetzt komm, musst du einfach hier draufstehen. Ja. So. So, das Problem ist, der Laser muss eigentlich erst aus sein und dann angehen, oder? Und jetzt fahren wir hier hoch. Jetzt machst du das aus. Aber dann, dann fallen wir direkt. Der rollt aber nicht so weit, ne? Doch, der rollt da schon hin irgendwann, aber das ist zu spät. Weil jetzt fahren wir erst runter, jetzt rollt er da hin und dann fährt das Ding runter, jetzt. Und auch nur für eine kurze Zeit. Okay. Gut, man könnte das natürlich dann wieder... Boah, ist das kompliziert. Nochmal das Ganze. Ich habe noch eine Idee. Meine Ideen sind unerschöpflich. So. Er fliegt jetzt mal wieder da durch. Das war ja, zu früh. Ja, war schon ganz gut. Schnell! Nicht, dass der Ding wieder weggeht. Der geht doch da gar nicht hin. Okay. Der hat doch Spin, der hat doch Drall, ey. Mein Gott, der ist doch angeschnitten, ey. Das ist klar, dass wer der Bremen-Fan nicht kennt. So. Gut. Pass auf. So, und jetzt müssten wir das irgendwie umlenken, dass quasi... So weit waren wir auch schon vor 30 Minuten. Der Kubus, also der Cube... Ja, erst muss der Cube weg. Aber wie? Können wir den nicht irgendwie bei drei Ecken lenken und dann wegschießen? Cube ja weggehen. Nee, so würde der Cube nicht weggehen. So würde der Cube dann da landen, genau. Ja, das wäre gut. Jetzt hast du den Ball wieder zerstört. Ich habe keine Lust mehr. Ja, aber dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Ja, soll ich das? Nee, mach du mal das. Wir haben diesen Part jetzt langsam mal, aber sicher mal einstudiert. Jetzt hast du da den Laser dann noch mit drüber. Ich spiele Scheiße. Wir haben nur noch 15 Minuten, ey. Ja, nein, jetzt bin ich da durchgeflogen, dieses Scheißding. Ja, okay. So. Das Spiel ist voll gut. Du musst den umlenken, ne? Ja. Gut, das funktioniert schon mal ganz gut. So. Wir haben es bestimmt gleich. warte. Gut, gut. Na gut. Was ist das Scheiße, ey? Ich krieg die Krätze, ey. Toll. Achso, der Laser ist noch an. Mach den mal weg. So, und dann... Geh weg. Laser. Das ist ganz schlecht, was du da stehst, ne? Kann ich Borg Laser nicht anmachen. Wir müssen den Laser bestimmt über mehrere Ecken machen und dann kannst du den irgendwie mit diesem Strahl hochziehen. Das geht bestimmt. Verstehst du? Nee. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den hier hin machen würden und den dahin. Ah doch, ich verstehe. Aber wie weiß ich jetzt noch nicht? Ah, da hinten genau vielleicht. Ja, das ist gut. Hier zwei Portale hin. Cube ausrichten. Und dann machst du das Portal weg. Genau, Portal das ist eigentlich weg. Die Lösung. Aber erst noch, das musst du leider erst später machen. Du musst das Portal jetzt erst falsch setzen und anschließend richtig. Ja, ja, wir müssen jetzt erstmal, mach mal die Kugel da dann so rinne, wenn ich hier bin. Das ist die Lösung. Nein. Mirko. Ja, ich komm da nicht durch. Cube. Hallo, Cube. Du nicht. Genau, jetzt fahren wir da ja hoch. Ne? So, und jetzt musst du, eigentlich musst du es jetzt halt gleich falsch erst machen, damit das Ding runterfährt. Jetzt kommst du bitte hier hoch. Jetzt richtig hinstellen. Ja! Wir haben's geschafft! Gut! Ich hab's gelöst! Okay, wir fahren jetzt nochmal ganz schnell den Ladebildschirm, damit das gespeichert ist. Und dann werden wir auf jeden Fall jetzt die Folge beenden. Ich denke, wir werden daraus zwei gemacht haben. Aua! Das war's auf jeden Fall für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts wird ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss! Also, heute geht nichts mehr, ne? Nee.